Moin Moin, hier ist wieder Bernd aus Flensburg. Heute ist hier meine Folge 2. Und wie ihr seht, Eisenerzbergmine, die produziert schon ganz gut. Mal gucken, was die Kohle macht. Oh. Ah, sieht auch sehr gut aus, da kann man gleich noch was dazu kaufen. Noch ein Fahrzeug. Aber wir müssen ja Kohle, wir müssen ja Geld verdienen. Ah, jetzt kann man auch umwandeln in LKWs, das sieht schon viel besser aus. Rein und kaufen unsere neue LKWs. So, man kann 8-mal Kohle laden, das sieht schon auch sehr gut aus. Warten, damit der Abstand ein bisschen größer ist. Okay. Zwei. Gut, dann haben wir jetzt wieder zwei Stück. Und dann warten wir, dass die anderen alle reinkommen, dass man die wieder verkaufen kann. Die Pferdegespanne. Gleiche werden wir jetzt auch mit Linie 1 machen. Ach, das war ja Linie 1. Oh, ach, da muss ich ganz schnell gucken, dass ich die verkaufe alle und dann für Linie 1 Straßenfahrzeuge kaufe. Das war ja ein kleiner Fehler von mir. Kutsche, wollen wir auch ins Depot schicken. Die behindern ja nur den schnelleren Ablauf. Aufnehmen. Das wird sich auch so jetzt gleich regeln. Naja, durch die Kutsche laufen natürlich die beiden LKWs auf. Ja,
aber da kommt gleich schon Abstand. Güterwagen auch ins Depot schicken. Ah, er hat immer noch keine Liniennutzung. Das weiß ich auch manchmal nicht, wieso die keine Liniennutzung so schnell einschalten. Hier ist Linienbenutzung eingeschaltet. Und hier ist sie nicht eingeschaltet. Hier. Ich glaube, hier kann man noch einen LKW zukaufen. Nachher auch mit der Zeit auch immer größer die LKWs. Ah, hier ist auch schon Güter jetzt für Linie 2, die warten. Deswegen jetzt ist auch Liniennutzung und dann produzieren die auch. So, da bedanke ich mich erstmal und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.